Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen ganz kurzen Folge mit einem Hayabusa Tipp und Trick und Track, hätte man gesagt, zu dieser Kupplungsmodifizierung an der Hayabusa. Ein Kunde bzw. jemand von euch, also eine von meinen Abonnenten, hat mir diesen Kupplungsausrück, Rückschlag, Anti-Hopping-Kupplung in die verkehrte Richtung, Funktionsteil da an der Hayabusa geschickt. Das habe ich ja schon mal gezeigt in der Hayabusa Turbo-Aufbaureihe, wie das Teil so ausschaut und was ich damit mache. Das möchte ich jetzt mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Wenn ihr die gleichen Probleme habt oder euch das, ob ihr das bei mir machen lassen möchtet, dann Instagram Donny Danger Racing Team. Dann könnt ihr mir das Teil zuschicken und dann wird euch das genauso geschweißt von mir. Das Teil wird jetzt erstmal eingelegt in Isopropanol, weil das ja über Jahre hinweg in Öl geschwommen ist, in der Kupplung drin und in die ganzen Poren aufgesaugt ist. Das lasse ich jetzt mal da einen halben Tag drin, dass wirklich das ganze. Der ganze Residue, wie die Engländer und Amerikaner sagen, rausgeht. Und dann wird das Teil in den Ofen rein, dass die Lösungsmittel dann, beziehungsweise das Isopropanol schön ausgast und das alles trocken ist. Und dann kann man das schön mittig zentrieren, die zwei Teile, und dann kann man das schweißen. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. So, jetzt habe ich das soweit hier ein Setup gemacht. Das Teil jetzt mit der dritten Hand nach unten fixiert. Jetzt mal das grob positioniert. Dann wird ein Hefter gemacht, also ein kleiner Schweißpunkt, der wird hier gesetzt, damit ich das dann noch drehen und wenden kann, leicht. Und dann gehe ich ringsrum mit die Fühlerlehren in diese Spalten da dazwischen rein. Richte das perfekt aus, setze den zweiten Schweißpunkt und dann wird nochmal mit Fühlerlehre kontrolliert und dann der dritte Schweißpunkt. Dann mit dem Haarlineal lege ich dann nochmal drüber, dass das bündig ist. Wird notfalls noch ein bisschen nach unten geklopft, wo es halt dann bündig, damit es halt bündig auflegt und das Teil richtig schön zentriert ist. Dann wird es auf der anderen Seite, also auf der Rückseite in dem Fall, geheftet und dann ausgeschweißt. In einer bestimmten Schweißreihenfolge, um einen Verzug zu vermeiden und Überhitzung des Materials zu vermeiden. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mitfilmen, die Schweißreihenfolge und dieser, naja, die Schweißreihenfolge ist mehr oder weniger ein bisschen geheim, weil ich mir die ausgetüftelt habe. Von dem her möchte ich die jetzt nicht hier präsentieren. Aber ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wenn jemand schweißen kann, dann kommt er da sicherlich auch dahinter. Und wenn er nicht schweißen kann, dann, wie gesagt, Donny Danger Racing Team auf Instagram mich anschreiben, dann schickt ihr das Teil vorbei und für einen schmalen Taler werde ich euch das dann aufschweißen. So, ich zeige euch dann, beziehungsweise melde ich mich mit dem fertigen Ergebnis dann wieder. Bis später. So zentriert ist das Ganze. Die eine Seite ist durchgeschweißt. So schaut das Ganze aus. Jetzt müssen wir das nur abkühlen lassen. Dann werden wir in der Drehbank nochmal das Eisspanner, um eventuelle Unwuchten zu erkennen. Und dann werden wir die andere Seite schweißen. Da haben wir jetzt das fertige Teil. Das war jetzt nochmal im Trovalierer drin, um die Kanten geschmeidiger zu machen, eventuelle scharfe Kanten von der Schweißnaht zu egalisieren. Ja, so schaut es jetzt aus. Und kann jetzt dem Kunden zurückgeschickt werden. Da waren die zwei Markierungen, wo die Nocken, positionsweise. Ja, wie gesagt, jetzt geht's ab zurück zum Kunden und dann hoffentlich einen Spaß damit. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Ciao, macht's es gut.